Hey Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe Road to Gold in Rocket League. Ja, wir stellen uns wieder dem One-on-One, sind Silber 3 mit 609 Punkten, suchen derzeit jetzt schon mal einen Gegner. Und 609 Punkte ab 700 habe ich endlich Gold erreicht. Wir wollen natürlich weiterspielen, logischerweise dann in die höheren Goldregionen, aber erstmal müssen wir das ja schaffen, denn 100 Punkte sind jetzt nicht ohne. Und in einem Match kann man ja auch schon 12 Punkte verlieren, heißt, das ist gar nicht so wenig. Und ja, 1096 Gegner sind gerade in der Playlist, er sucht das eben. Und wenn das jetzt noch viel länger dauert, schneide ich das sonst zusammen, ist ja auch kein Problem. Und da haben wir auch schon ein Match, hat ein bisschen gedauert, ich habe es einfach mal gecuttet an der Stelle, aber macht ja nichts. Und wir treffen auf Trash Talker. Der Kollege ist Experte, ich bin immer noch Veteran, aber ich spiele im Moment auch nicht so viel, leider. Und der kann auf jeden Fall... Oh je. Oh, ich sehe schon. Das wird ein interessantes Match. Haben wir ihm den Ball immerhin weggehauen. Aber... Ja, der Kollege kann auf jeden Fall spielen. Ich glaube, das wird ein hartes Match. Und da steht es nämlich 1:0 für ihn. Aber egal. Sind ja erst 16 Sekunden vergangen. Und dann machen wir direkt nochmal... Oh nein. Oh, der wird mich richtig zerlegen, glaube ich. Oh je. Das war ja klar. Ich hätte abbrechen sollen bei der langen Suche. Dann kriegt man nämlich meistens so starke Gegner. Aber egal, da müssen wir jetzt durch. Ich meine, man muss auch verlieren. Von daher, den hat er verkackt. Vielleicht. Jetzt bin ich mal unfair, weil er ist einfach zu stark. Das ist mir jetzt egal. Er führt 2-1. Da mussten wir ihn wegcrashen. Es gibt halt Situationen, in denen man dann ruhig Fairplay spielen kann. Das war keine davon. Oh, fuck. Also, der hat es auf jeden Fall drauf, der Kollege. Das Problem ist, ich habe keinen Boost mehr. Und den hat er ganz knapp rausgeholt. Krass. Wir hauen ihn einmal rüber, holen uns den Mittelboost. Oh nein. Und da habe ich mich eiskalt ausspielen lassen. Oh mein Gott. Ja, und das liegt immer daran, wenn ich mich nicht warm spiele. Sondern direkt das erste Match gehen wir natürlich immer auf Vollgas. Ich brauche da gar nicht drauf gehen, weil der holt die eh mal raus. So, jetzt aber. Und, perfekt. Dann haben wir direkt mitgenommen. Habe ich schön in die Ecke hochgehauen und bin dann noch nach hinterher gegangen. Er wäre gar nicht so reingegangen. Er wäre genau abgeprallt. 3:2 ist auf jeden Fall interessant. So, und er geht. Ah, schade. Hat er rausgehauen. Macht aber nichts. Aber ich habe keinen Boost. Das ist jetzt mein Problem. Und ich düse auch an den Boost vorbei. Nein, Mann. So eine Kacke. Das ist so bitter. Oh mein Gott. Ich spiele auch einen letzten Scheiß. Man merkt, dass ich in letzter Zeit eigentlich so gut wie gar kein Rocket League mehr spiele. Einfach weil es so viele andere Sachen gibt, die wir machen. Beziehungsweise die wir auch spielen. Und ja, da kommt man einfach nicht mehr dazu. Was natürlich sein kann. Aber gegen solche Gegner habe ich dann natürlich ein kleines Problem, würde ich sagen. So, jetzt haben wir ihn weggekickt. Jo, das ging gerade noch gut. Und jetzt bin ich halt schon wieder AFK hier. Ich muss schnell zum Tor. Na ja, 5-2. Ich stelle mich gerade an wie der letzte Mensch hier. Wobei, der kann halt den Ball ordentlich spielen. Ne? Das sieht man halt auch. Da kann ich gar nicht so viel machen. Aber es ist natürlich trotzdem bitter. Vor allem, wenn dann solche Bälle kommen. Jetzt wird er schon wieder ein Tor machen, wenn ich Pech habe. Ah, da stand ich noch ganz gut. Da konnten wir den Ball über ihn rüber spielen. Und natürlich spielt er den in der Luft, obwohl ich das auch machen wollte. Und er trifft den aber auch leider.
So, und jetzt habe ich ihm natürlich den Ball wieder perfekt vorgelegt. Ja, und da ist das nächste Tor. 6:2 für ihn. Ach ja. Ich sag's immer wieder, eigentlich muss ich mich einspielen vorher. Aber ja, ich mach's trotzdem nie. Bin so ein bisschen verloren gegen ihn gerade. Der steht halt auch überall, der Typ, ne? Das ist der Wahnsinn. Und das wird das nächste Tor werden. Ja, 7:2. Vollständig zerlegt hier. Mann. Es hilft aber auch alles nichts. Egal, was ich mache, der Typ ist halt immer zur Stelle. Egal, bei welchem Ball. So, jetzt konnte ich mal einen gegensetzen. So, immerhin 7:3. Ist nicht ganz so bitter. 1:49 noch zu spielen. Theoretisch ist es noch möglich, vorbeizuziehen. Aber praktisch halt überhaupt nicht. Da müsste ich eigentlich nachsetzen. Das Ding ist, er legt sie so schön hin. Er ist auch abgebrochen. Und natürlich legt er sich die wieder vor. Ja, der weiß halt einfach, wie er zu spielen hat. Ich bin zu kurz. Ja, fuck, Mann. Ah, ist der bitter. Ich bin halt richtig geflogen, aber mein Boost war dann leider alle. Und dadurch hatte ich halt das Problem, nicht mehr ranzukommen. Ja. Von dem kann jeder noch was lernen, denke ich mal. Der kriegt halt jeden fucking Ball, ne? Krass. Also der ist echt super, der Typ. Und selbst die wehrt er natürlich eiskalt ab. Und ich verkacke ihn natürlich. Weißt du, dann habe ich mal eine Chance und dann verhaue ich sie. So typisch. So, drüber gelupft, aber leider daneben. Guter Schuss, ja, bringt mir nur auch leider nichts. Weil jetzt setzt er schon wieder zum Schuss an. Da habe ich noch gestoppt. Boah, das war echt knapp. Und da kommt er schon wieder gezogen. Das Ding ist, langsam komme ich wieder ins Spiel rein, aber es ist leider zu spät. Die 30 Sekunden werden leider nicht mehr ausreichen. Und da stehe ich leider natürlich nicht in der Mitte. Doch, den machen wir noch rein. Ja, 8:4. Immerhin blamiere ich mich jetzt am Ende nicht. Habe ich mir den schön in der Luft vorgelegt. Er wollte ihn natürlich mit Fliegen abwehren. Und ich mache nur den Seitwärtssprung und er geht rein. Aber es wird halt bei Weitem nicht reichen. Dafür ist der Kollege einfach zu stark. Wie gesagt, hätte ich mich vielleicht vorher warm gespielt, würde das Ganze vielleicht anders aussehen. Aber so ist es natürlich einfach unwahrscheinlich, gegen ihn zu bestehen. 9:4, da macht er auch noch ein Tor. Ich schreibe schon mal GG, weil 5 Sekunden wird eh nichts mehr. Und ja, der hat uns zerlegt. Die letzten 5 Sekunden, vielleicht schaffen wir noch eins, wahrscheinlich nicht. Und ja, da geht es dem Ende entgegen. Macht er das Tor noch? Jo, er macht noch ein Tor. Oh mein Gott, 10:4, damit ist das Spiel vorbei. Genau auf die letzte Sekunde macht er das noch rein. Nice one, hat er gut gemacht. Ich habe leider verloren, aber nur 4 Punkte verloren. Heißt, er hatte schon extrem viele Punkte. Das zeigt auch, wo der schon steht und wie viele Matches der schon gemacht hat. Ich bin auch nicht abgestiegen. Von daher ist es auch vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich auf die Fresse bekommen habe. Aber das werden wir beim nächsten Mal wieder umdrehen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.